So, ich bin jetzt hier mit Herrn Bümel. Herr Bümel ist ein Kurator der legendären Möbius-Ausstellung. Wie kommt Möbius nach Bümel? Ist natürlich toll, dass die Ausstellung schon innerhalb einer Woche legendär ist. Ja, doch. Ist ja schön. Also für mich ist es natürlich auch ein spannendes Projekt gewesen. Ich bin schon lange Comic-Fan. Ich habe als Kind, als Schüler, das ist mir nochmal so ein bisschen im Zuge der gesamten Vorbereitung bewusst geworden, habe ich Valerian gelesen. Mhm. Immer in den Schulpausen bin ich immer in die Schulbibliothek und habe dann eben die Comics da gelesen, aber auch Gaston und so, also die ganzen Klassiker. Aber Valerian, das war immer für mich so faszinierend durch diese ganzen Welten und so, die beiden bereist haben. Und insofern lag dann für mich persönlich Möbius auch sehr nahe, das hier zu machen. Herr Dr. Sommer und ich, wir hatten die Idee eigentlich relativ kurz nachdem wir hier Tim Burton hatten. Mhm. Also The World of Tim Burton 2015, das war auch legendär. Das war, genau, das ist auf jeden Fall legendär, das kann man jetzt definitiv sagen mit dem Abstand. Das war für uns eine interessante Erfahrung, weil das eine Ausstellung war, die sowohl thematisch spartenübergreifend war, als auch publikumstechnisch. Das heißt, wir hatten hier unheimlich viele Besucher, die vielleicht noch nie bei uns waren. Wir hatten über 50% Besucher, die unter 30 Jahren waren, was für ein Museum natürlich heutzutage unheimlich schwierig ist und der Hammer dann ist, wenn es so passiert. Und ja, wir haben relativ schnell nach der Ausstellung für uns gesagt, wir wollen nochmal ein Projekt machen, was in diese Kerbe schlägt. Nicht unbedingt ein Regisseur, weil es natürlich auch schwierig ist, jemanden zu finden, der wie Tim Burton ist. Es gäbe die Kubrick-Ausstellung. Kubrick wäre tatsächlich, war das auch ein Thema bei uns, Kubrick. Ganz interessant. Alan hat sich dann doch fürs Filmmuseum. Und dann haben wir uns, genau, der hat dann Filmmuseum gemacht, die ja nach uns auch Burton hatten. Mhm, genau. In Sao Paulo meinen Sie, ne? Ja, genau. Die Kollegen hatten wir sogar hier auch vor Ort, die haben sich die Ausstellung bei uns angeguckt, uns dann wiederum erzählt von Kubrick und so weiter. So schließt sich der Kreis. Die Museumswelt ist klein. Genau, es ist klein, ja. Ja, und wir wollten einfach ein anderes Thema machen und haben nach jemandem gesucht, der passt. Und da kam dann irgendwann Möbius ins Spiel. Und relativ schnell haben wir festgestellt, okay, das ist es. Das ist das Thema, das wir machen wollen. Die Welten, die Möbius bereist in seinen Comics, sind die Welten, die auch Max Ernst in seinen Gemälden, in seinen Zeichnungen, in seinen Collage-Romanen und so bereist. Und ja, und so fing das Ganze an, relativ kurz nach Tim Burton. Was verbinden Sie selber mit Möbius? Gibt es einen Comic, eine Zeichnung, eine Welt? Also als ich unten in der Ausstellung war, ich habe nach Dune gesucht, nach Wüstenplanet, und ich habe Abyss gefunden. Mm, und ja. Dachte der Mensch, klar, James Cameron hat ja, hier die Zeichnung gemacht. Das war für mich so, mein Gott, ich habe es gewusst, aber ich habe es jetzt gesehen. Mm. Das war. Ja, ich glaube, das ist ja das Interessante bei Möbius, dass er so omnipräsent ist, eigentlich mit seiner Bildwelt, mit seinen Bilderwelten. Den meisten das aber gar nicht bewusst ist. Mhm. Weil die Filme kennen wir alle, die irgendwie beeinflusst sind von ihm, an denen er mitgearbeitet hat. Natürlich Blade Runner, ich bin auch ein Kind der 80er, ich stehe auf die ganzen Fantasy-Science-Fiction-Filme. Willow, ich meine, er hat an Willow mitgearbeitet, was ja auch ein Klassiker ist. Ist nicht der größte Fantasy-Film geworden, aber ist ein Klassiker und ist einfach immer noch ein toller Fantasy-Film. Geniale Musik übrigens. Ja, ja, absolut, ja. Insofern, also es ist ein tolles Thema, und ich glaube, jeder, der in diese Ausstellung geht, wird feststellen, dass er immer schon mal Berührungspunkte mit Möbius hatte. Also für Sie ein Herzensthema auch, oder? Absolut, ja. Ich bin großer Filmfan, ne, deswegen war Tim Burton für mich auch schon ein absolutes Highlight. Und jetzt haben wir einen Zeichner, der so starken Einfluss hatte auf Filme, auf das, was wir heute unter Science Fiction verstehen und unter Fantasy verstehen. Insofern. Ich habe natürlich die Frage, was sagen Sie jetzt? Es wird Dune, Wüstenplanet, doch nochmal verfilmt. Die Verfilmung Möbius hat ja leider nicht geklappt. Ja. Freuen Sie sich drauf? Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ich bin Fan des Regisseurs. Ich finde die Projekte, die er bisher gemacht hat, unheimlich gut. Blade Runner hat er, glaube ich, auch den neuen gemacht. Er hat seinen eigenen Stil. Er hat auf jeden Fall einen eigenen Stil.
ich fand, der Blade Runner Film war so einer der schwächeren, aber ich denke auch einfach, weil das Original so stark ist und so ein Sequel immer problematisch ist. Aber so Filme wie Arrival und so, die haben mich absolut überzeugt und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht eine Dune-Verfilmung schafft, die näher am Original, näher am Roman ist, als vielleicht die von David Lynch. Wobei ich die Lynch-Verfilmung auch nicht so schlecht finde. Und die Fernsehserie, das ist ja, okay, die Fernsehserie kenne ich auch noch, also die war ja doch... Die war sehr eigen, genau. Da gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon Computerspiele, die besser aussahen als im Film. Schwamm drüber. Gehen wir zurück zu Möbius. Ich habe jetzt gesehen, an der Wand, wo man selber malen kann, wo man selber zeichnen darf, hat der Sohn von Möbius gezeichnet. Ja. Was sagt denn er zu der Ausstellung von Sohn Vater? Und Tochter sogar. Also Tochter ist ein Gemeinschaftswerk. Ja. Das Mädchen, das da schwebend in der Wüste liegt, das ist die Tochter. Die Tochter hat das gezeichnet und der Sohn hat diesen kleinen Bunker gezeichnet. Postmasken oder? Genau, ja. Die beiden waren natürlich begeistert. Die ganze Family war ja zur Eröffnung da. Die gesamte Ausstellung ist entstanden in Kooperation mit der Familie. Das heißt Möbius Production, das ist ja ein Trademark, auch ein Unternehmen. Genau, ist ein Unternehmen, unter dem Publikationen entstehen, Projekte entstehen und so weiter. Die waren alle hier, die waren alle natürlich begeistert, weil sie sicherlich das Werk ihres Vaters bzw. Isabelle Giraud ihres Mannes auch ja, in einem neuen Licht sehen. Mhm. Ja, ich meine, jede Ausstellung, jedes Haus interpretiert natürlich, wir als Kuratoren interpretieren ja ein Werk auch und inszenieren es unseren Vorstellungen entsprechend. Und, rücken das dann immer wieder in neues Licht, neue Perspektiven. Ich glaube, das war für die auch sehr faszinierend. Jetzt haben Sie ja erzählt, Sie sind gut vernetzt in der Museumsszene, in der Museumswelt. Wie haben denn die Kollegen auf so eine Ausstellung reagiert? Und so, oh Gott, jetzt kommt der mit der Spinnerei mit seinen kleinen bunten Männchen? Oder das ist doch keine Kunst? Oder wie war denn die klassische Diskussion, die wir im Museumsumfeld hatten? Also ich meine, klar, das Comic ist bei uns in Deutschland nicht so akzeptiert und respektiert wie in Frankreich oder Belgien. Oder Japan natürlich. Ne? Da ist es ja wirklich Teil der Hochkultur. Ne? Also in Frankreich neunte Kunst. Wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder Comic-Ausstellungen in Deutschland. In der Bundeskunsthalle gab es eine tolle Ausstellung zu Comic auch und zu Manga. Also nicht nur europäischer Comic und amerikanischer Comic, sondern eben auch asiatischer. Das Artmuseum hat vor kurzem eine Ausstellung gehabt, genreübergreifend Monet bis Manga. Schönen Gruß an die Kollegen aus Rolandseck. Also das Thema Comic ist da, es ist allerdings noch nicht so stark. Es hat noch nicht die Lobby, als dass man davon von der hohen Kunst sprechen würde. Aber wir versuchen das natürlich mit der Ausstellung zu ändern. Wir versuchen zu zeigen, so hier ist ein Comiczeichner, der hat natürlich im Medium Comic veröffentlicht, aber das, was er dort abgedruckt hat oder was dort abgedruckt wurde, das hat künstlerischen Wert. Ja, und insofern, die Diskussion mit den Kollegen hat noch nicht so richtig begonnen, aber ich glaube, die wird jetzt in den nächsten Wochen stattfinden, auch weil sicherlich viele kommen werden. Wir haben ja doch auch eine gute Resonanz bisher und ich glaube, das macht neugierig und das macht sicherlich auch die Kollegen aus der Region, aus den anderen Museen neugierig, hier mal vorbeizuschauen. Es ist ja nicht nur eine klassische Ausstellung, wo man Bildchen anschauen kann und einen Katalog, der übrigens fantastisch geworden ist, mitnehmen kann, sondern ich habe viele Leute gesehen, die haben ein Smartphone in der Ausstellung und jetzt nicht nur, um zu fotografieren, sondern sie haben ja eine ganz andere Museumsdidaktik. Was verbirgt sich da dahinter? Ja, wir hatten die Überlegung, was können wir mit den Bildern von Möbius machen oder was machen die eigentlich mit uns? Es sind ja Standbilder, sage ich mal, Standbilder irgendeiner Geschichte, seien das jetzt Comicseiten, die eine Geschichte erzählen schon oder Motive, die aus diesen Geschichten herausgezogen sind und dann nochmal als Einzelmotiv publiziert wurden. Und in diesen Geschichten findet etwas statt, was in uns, in unseren Köpfen, ja,
das Gedankenkino anschmeißt. Und die Idee war jetzt, diese Geschichten, die in unserem Kopf stattfinden, vielleicht visuell umzusetzen. Und wir haben mit einem Kölner Animationskünstler zusammengearbeitet, der 8 Motive animiert hat. Das heißt, das, was normalerweise nur in unserem Inneren abspielt, können wir jetzt wirklich sehen auch. Und das Ganze mit einer App, die kann man sich auf sein Smartphone laden. Deswegen kostet nichts, genau. Artivive heißt die App. Das Haus hat kostenloses WLAN, also keine Angst, dass die Gebühren anfallen. Das ist genau, man kann alles kostenfrei nutzen. Man lädt sich die App runter und dann kann man sich eben mit dem Handy diese Motive anschauen und die Animationen, die sich dahinter verbirgen. Und das ist schon faszinierend. Also, man kann sie sogar mitnehmen. Man kann sie auch genau, Smartphone man kann speichern genau, ja. und kann Video machen. Anzeigen. Und was ich gesehen habe, ich habe den Katalog durchgeblättert, nochmal Lob im Katalog, aber wissen Sie ja mittlerweile, die Augmented Reality App funktioniert auch im Katalog. Genau, das ist ja, also die Motive, die in der Ausstellung animiert sind, wenn die im Katalog sind, ich glaube, sind sogar alle 8 Motive im Katalog. Also ich habe jetzt nicht alle durchgezählt, aber ich habe einige wieder gesehen. Genau, die sind drin. Man muss bedenken, die Motive auf den Wänden haben leicht andere Formate. Mhm. Dadurch wirkt das manchmal im Katalog ein bisschen komisch, aber theoretisch kann man die Animationen auch abfahren. Also, Wahnsinns. Ja, ich bin durch die Ausstellung gelaufen und vor mir ist ein älterer Herr gegangen und hat gesagt, weißt du, was in Brühl noch fehlt? Eine Giga-Ausstellung. Ah, ja. Weil Giga ja quasi ein bisschen, das ist ja ähnlich. Es sind ja teilweise, ja, der Surrealismus ist da, die Gedankenwelt ist da. Wie sieht's aus? Ja. Möbius ist gerade angelaufen. Witzig, Giga hatten wir auch im Gespräch, ne? Also Kubrick war im Gespräch, Giga war im Gespräch. Auch deswegen, weil natürlich Giga zusammen mit Möbius an Dune gearbeitet hat und später an Alien. Genau. Also Möbius hat ja die Raumanzüge zum Beispiel in Alien gestaltet. Das ist ja das Faszinierende. Wenn man es einmal weiß und dann die Filme guckt, dann sieht man natürlich direkt, okay, das ist natürlich Möbius gewesen. Ne? Er hatte witzigerweise auch die Aliens gestaltet, aber den Zuschlag hat ja dann Giga bekommen, auch zu Recht. Ich finde, der hat damit natürlich ein Franchise geprägt. Das geht gar nicht besser. Aber Giga, ja klar. Ich finde es cool. Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger zu vermitteln, weil Giga natürlich auch sehr, sehr speziell ist und auch eine gewisse Härte mit sich bringt. Sehr stark. Pornografisch vielleicht. Genau, pornografisch, das kommt noch dazu. Ne? Also ist sicherlich ein bisschen weniger unbedarft wie Möbius, der eine sehr viel positivere Message hat in seinen Arbeiten. Aber ja, warum nicht? Giga, absolut. Finde ich gut. Super. Aber jetzt erstmal Möbius. Die Ausstellung läuft bis wann? Bis zum 16. Februar 2020. Also schon ein paar Tage hin. Ja, es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, bis man sie nicht mehr sehen kann bei uns. Mhm. Deswegen jetzt auf jeden Fall kommen und Möbius im Max-Ernst-Museum schauen. Eine Sache noch zum Katalog, weil Fragen aus dem Netz kamen. Den Katalog gibt es ja hier zu kaufen im Shop, aber Sie versenden ihn auch. Und da war jetzt die Frage im Netz, versenden Sie ihn auch ins Ausland? Wir versenden überall hin. Es kann ein bisschen dauern, weil wir jetzt momentan natürlich sehr viele Rückfragen haben. Das heißt, wenn nicht direkt geantwortet wird, einfach ein bisschen Geduld haben. Jeder bekommt seinen Katalog. Wir haben genug. Also so schnell ist er nicht ausverkauft. Und wir freuen uns, dass so viel Interesse daran besteht. Also nochmals Gratulation zur fantastischen Ausstellung und zu dem letzten großen Bild von ihm. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, danke schön. Ciao.